geht eben nicht darum, Kunst und Kohle zu machen, sondern es geht einfach darum, dass wir uns selbst inszenieren. Wir gehen einfach mal aus, dass normale Menschen oder normale Künstler einfach Budgets haben oder Geld bekommen, um ganz bestimmte Dinge zu inszenieren, und wir inszenieren für uns und mit wenig Geld versuchen wir bestimmte Dinge herauszubekommen. Ja, das ist ein Teil von mir. Ne? Also ich habe hier angefangen mit einer gewissen inneren Spannung und das daraus ist geworden. Also ich sitze auf dem Stuhl und gucke durchs Fenster und niemand weiß, was ich sehe, nur eben ich. Ne? Der Macht, die wir von Potsdam hierher gebracht haben. Die standen nämlich bis vor kurzem noch vor der Landeszentrale für politische Bildung, vor der Staatskanzlei in Brandenburg bei Herrn Stolpe vor der Tür. Demokratie, Macht und Wissen, das ist ja das große Thema. Und die Stühle sind ja fast wie Galionsfiguren, die passen so richtig zum Thema. Thank you.
Je ne parle pas, je ne penserai rien. Mais l'amour en fini me montera dans l'âme. Et j'irai voir. Was war der arme Dichterheld? Wie hat man dich nur zugerichtet, wie entstellt? 1431 war er geboren zu Paris. Und zwar ging nun zur Schule, diente die Messe und sprach gerade 7 Jahre schon Griechisch und Latein. Weißt du, wie viel schöne Frauen es gibt auf der weit und breiten Erdenwelt? Die schönen Frauen von Paris. Mein lieber Robert! Wo warst du denn die ganze Zeit im goldenen Helm auch zur windigen Laterne? Was hast du für ein dämliches Gestell auf deiner Nase dort, Robert? Ups, du mit Geschleiz. Winter im Rheinland. Es schneit. Boah, das ist kalt. Du bist die Erste. Du bist die Erste. Dann kommen wir gleich hier rüber. Erwarte den ersten Segen. Wenn du dich etwas vorbeugst, matschen. So. La Santa Chiesa sotto le sue ali, Carlo Magno vincendo la sua corsa. Das reicht. Seit einem Jahr arbeite ich eigentlich mit der Kunstskulptur, die du heute siehst. Ja. Und das ist eigentlich, das wird der Endring. Also diesen Ring, den werde ich im Feuer dann verschmieden. Das heißt. Habe ich gerade gemerkt, ja. Und das gibt dir den Abschlussring um die Kugel herum. Ne? Logisch. Und die ganzen anderen Symbole sind eigentlich die Symbole von den ganzen Künstlern, die heute im Haus sind. Da fehlen, glaube ich, noch 15 Stück. Die müssen da sich noch verewigen in dieser Rolle drin. Und dann probiere ich wirklich eine Kugel da draus zu basteln. Ist ein Experiment, ne? Live. Habe ich auch noch nie gemacht, ne? Für mich genauso spannend wie für euch. Thank you.
In diesem Fall war es eine Aktion Kunst zum Anfassen. Es sollte jeder in dieses Haus hineinkommen, ein offenes Atelier. Und das haben die Journalisten verstanden. Wir haben uns von vornherein bemüht, eben so diesen Elfenbeinturm der Kunst zu verlassen und zu sagen, hey, da sind Künstler, die möchten auch mal gerne über ihre Arbeit sprechen. Sie möchten sich angreifbar, begreifbar machen. Sie möchten einfach, dass eben auch der normale Mensch spürt, was Kunst überhaupt bedeutet. Sie möchten ihr Schaffen transportieren. Please get beside me with never a sigh. Don't look why mighty goodbye. This is the tree seeder day full of souls. Why should we sing along? I chipper of the day, happy with my lot. How do I get that way? Look at what I got. I got rhythm, I got music. Ich denke schon, dass das Konzept aufgegangen ist. Ich denke, dass viele Künstler im Boot waren und ich denke auch, dass wir dieses Haus so entwickelt haben, wie wir es entwickeln wollten. So ist also Dorsten noch bekannter geworden mit einem relativ geringen Aufwand. Wobei man natürlich noch sagen muss, dass alle Hilfen aus privater Hand kommen und dass hier keine öffentlichen Mittel in irgendeiner Weise in Anspruch genommen werden. Wobei in diesem Fall noch Marketing gesagt werden muss, das war Marketing auch aus dem Herzen und dem Verstand. Und dieses Festival war rund und es wird rund bleiben und wir können es rund mit nach Hause nehmen, das ist wichtig. I got starlight, I got sweet dreams, I got my man, who can ask for anything more, who can ask for anything more. Ich habe mich für die Kunst verletzt, verbrannt.